ein Greenscreen, den ich hole euch. Hallo Leute, seid mir gegrüßt auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Greenscreen und Keying oder Chroma Key. Gibt es viele Begriffe für und heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr den Greenscreen vernünftig einsetzt oder in Magix Video Deluxe, so einsetzt, dass euer Hintergrund komplett ausgefüllt ist mit dem, was ihr möchtet, ein Video, ein Foto oder und so weiter. Ich habe hier in meinem Raum hier mehrere Greenscreen. Ich habe hier die Wand grün gestrichen, inklusive der Tür, was ich auch mittlerweile bereue, wegen der Tür, nicht wegen der Wand. Das Grün ist aber meines Erachtens noch nicht so wirklich das Richtige. Ich habe aber hier ein Greenscreen, den ich hole euch jetzt mal hier ran. Ich habe mir hier hinten ein Greenscreen selbst gebaut. Und zwar ist das hier ein elastischer Stoff, sogenannt, ich glaube, Jersey. Ein Jersey-Stoff, den ich bei Stoff und Stiel gekauft habe. Kostet der laufende Meter 11,95 Euro. Ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also der ist sehr elastisch. Und den könnt ihr auch, ich habe den auf den Holzrahmen gespannt. Und der vom Grün her ist der richtig brillant und der schluckt die Farbe, also das Licht. So, jetzt bin ich hier am Bildschirm und ich starte jetzt mal Video Deluxe. Übrigens, auf mich kommt das Abenteuer Umstieg Windows 7 jetzt in kürzester Zeit auf mich zu, weil ich ja noch Windows 7 habe und Support abgelaufen ist. Ich versuche das komplett aufzunehmen. Mal gucken, ob ich das sende oder zusammenschneide, ob ich das dann veröffentlichen, mal schauen, ob das überhaupt funktioniert. Ihr werdet auf jeden Fall darüber informiert. So, hier ein neues Projekt. Okay. So, wie ich den Greenscreen bearbeite, beziehungsweise wie ich den einsetze. Ich habe hier eine GoPro-Aufnahme und hier eine S8-Aufnahme. Ja, es fehlt noch. Ich zeige euch das nochmal eben. Kann ich auch gleich mal einschalten. So eine Flächenlampe, die kostet 9,95 Euro LED im Hellwig Baumarkt, sehr gut. Davon habe ich mir mehrere gekauft, die nutze ich auch zum Ausleuchten hier teilweise vom Greenscreen, wobei der hier von oben nach hinten beleuchtet wird. Sehr gute Lampe. Und ja, was wollte ich sagen? Ich glaube der Ton ist da, okay. Ich fange jetzt hier mal an. Ich nehme jetzt einfach mal ein Video. Und Blick, da ist was reingekommen. Okay, ich nehme jetzt einfach mal ein Video und ziehe das hier unten in die Timeline. So. So sehen die dann aus. Und ne, ich mache das mal weiter nach unten. Nehme mir dann mal, hole ich mir mal ein bei Pixabay ein Bild oder ein Video, was auch immer. Nehmen wir mal Weltraum. Ist immer ein schöner Hintergrund. Da die Erde hier, das sieht doch schon mal toll aus. So, Pixabay kann ich übrigens auch wärmstens empfehlen. Alles hier lizenzfrei. So, dann speichere ich mal hier die Erde im Ordner Greenscreen. Gut. Das war's. So, ich hole mir den mal hier aus dem Ordner, den ich hier rechts liegen habe, den Greenscreen, also den ich gehe mal auf Solo, dann seht ihr das hier, die Erde habe ich ja gerade runtergeladen. Ich ziehe die jetzt mal auf die Länge meines Videos, was auch immer ich hier in dem Video mache, ich weiß es gar nicht. Ich kann euch das gar nicht sagen, ist das wahrscheinlich ein Let's Play. Gucken wir mal, was sage ich denn da?
Ein User hat mich gefragt, wie ich das hier mit meinem Ton mache. Ja, egal. Ist ja egal, darum geht es ja nicht. Es geht ja hier darum, ich mache mal den Ton wieder weg. Es geht ja darum hier, dass die Erde und den Kopter hier, also mich, richtig in den Hintergrund einzulegen. Da geht ihr auf Effekte. Dann geht ihr auf Videoeffekte, auf Chroma Key. Nein, vorher mache ich was anderes. Ich gehe erst auf Position und Größe, also Ansicht und Animation. Dann geht ihr auf Ausschnitt. Dann macht ihr hier nicht wie im Film, sondern Proportion frei. Geht ihr, nehmt den Haken Bildfilm weg. Der geht erst weg, wenn ihr hier anfasst. So, dann fasst ihr hier an. Sucht euch den Bildausschnitt aus. Ich sag mal immer so ein bisschen, dass ihr fast nur grün drauf habt. Dann geht hier oben auch noch ein bisschen runter. Das braucht ihr ja alles nicht. Da sind noch Schattierungen. Und ich nehme immer noch unten ein ganz kleines Stück weg. So, das ist jetzt der Ausschnitt. Den habe ich gewählt. Und dann klicke ich einmal hier unten in diesem Bereich. Und schon sieht das so aus. Dann gehe ich hier und gehe auf Position und Größe. Jetzt kann ich da beim Ausschnitt nichts mehr ändern, aber ich kann den jetzt verschieben, so wenn ich ihn hinhaben will. Ich gehe jetzt mal wieder auf Zentrieren, so, oder wieso wieder, egal. So, und dann gehe ich auf Videoeffekte, auf Chroma Key und wähle die Farbe Grün. Meistens passt das schon. Obwohl ihr hier oben noch einen leichten Schweif seht. Den könnt ihr auch noch wegblenden. Jetzt ist meine Glatze hier ein bisschen am Leuchten. Ja, die war wohl... Jetzt bin ich der durchsichtige Terminator. Da geht er so weit, dass das nicht kaum oder nicht mehr sichtbar ist hier im Hintergrund. Hier könnt ihr auch noch ein bisschen was verändern. Am Überblendbereich, da geht er so weit, dass das weg ist, so in etwa. Das A und O ist natürlich, ein bisschen rüber, so, sagen wir mal so. Das A und O ist natürlich die richtige Ausleuchtung des Greenscreen im Hintergrund. So, und dann könnt ihr den hier, dann geht ihr auf Position Größe und könnt ihr noch verschieben, da wo ihr ihn hinhaben wollt. Klickt jetzt mal hier drauf, macht das mal ein bisschen kleiner, damit ich das besser sehe. So. Sieht schon ganz nett aus. Ah, hier schimmert noch ein bisschen. Also wie gesagt, dieser Greenscreen, das Video, was ich hier benutzt habe, ist nicht so gut ausgeleuchtet. Normalerweise habe ich, wie ich gerade gesagt habe, die LED noch hier im Vordergrund. Das strahlt mich dann noch ein bisschen an. Und Augenblick mal eben. Ich mute mal die Spur, damit das hier weiterlaufen kann. Dann sieht man mich hier, werde ich besser ausgeleuchtet. Der Greenscreen ist von oben beleuchtet. Dadurch sieht es dann besser aus. Dann könnt ihr natürlich, was ich auch gerne mache, wenn ich ein Let's Play mache, das ist jetzt die Originalgröße von mir auf 1080p, zugeschnitten natürlich, aber die Originalgröße, was ich dann auch gerne mache, dann setze ich hier ein Keyframe, so da, sagen wir mal hier beginnt das Spiel, oder gleich beginnt das Spiel, dann gehe ich dahin, wo das Spiel beginnt, ich sag mal hier beginnt das Spiel, wenn ich ein Let's Play mache und dann ändere ich die Größe, wie auch immer, so wie ich sie haben will, passt das natürlich auch noch an. Ich kann mal hier doppelklicken, funktioniert nicht. So, aber egal, jetzt gehe ich mal hier wieder drauf, dann mache ich den meistens auch noch an hier, dass das beschleunigt, entschleunigt wird. Und dann könnt ihr jetzt sehen, wie ich langsam kleiner werde, dort. Ja, mein Rechner wiederum lahmarschig. Vielleicht ist das ja mit Windows 10 demnächst besser oder ich kriege es gar nicht hin. Mal schauen. So in etwa mache ich das dann. Jetzt habe ich hier diesen Punkt fast erreicht. Ja, und wenn irgendwas anderes ist, dann setze ich wieder ein Keyframe. Ich sage mal hier, es ist jetzt später. Gehe ich ein paar Schritte nach vorne und dann gehe ich wieder auf Originalgröße. Gehe auf Zentrieren und dann setze ich den dahin, wo ich ihn haben will. Wenn ich jetzt wiederum zurückgehe auf den, dann wird auf einmal mein Konterfei wieder groß, wie ihr seht. Also ihr könnt schon jede Menge damit machen. Greenscreen ist schon eine tolle Sache.
So, wiederum. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Uwe. Ciao.